Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute mal endlich ein lang ersehntes von euch, das schon einige Traditionen auf jeden Fall hat. Und zwar die besten Teams für die Weekend League. Zu jedem Budget, zu jedem Preis, alle Spieler, alle OP-Spieler hier drin. Also ganz ehrlich Leute, das sind die schlimmsten Öler-Teams, die ich hier gebaut habe. Also wirklich damit, glaube ich, erreiche somit das Maximum. Und mal gucken, ob was ihr vom Maximum her mit den Likes schafft. Lasst auf jeden Fall sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Also sprich ein Like, Jungs. Und natürlich ein kostenloses Abo. Also einfach unten auf Abonnieren drücken, wer es noch nicht getan hat. Jeder Zweite, der das hier sieht, hat es nämlich noch nicht getan. Checkt sehr, sehr gerne noch ein Budget aus natürlich, Leute. Mit dem Code MAXMALLE bekommt ihr da 5%. Ist sehr, sehr gut für Weekend League, vor allem zum Fokussieren, zum Wachwerden und so weiter. So viel dazu, ja, ich habe hier einige Teams vorbereitet. Einmal 50k, 100, 500, 250, 1 Mio, 2,5 Mio. Ich muss die Teams ein bisschen anders nennen, weil nämlich EA hat irgendwelche Wörter sich daraus gebildet. Also sprich, die waren irgendwie zensiert, die Wörter, keine Ahnung. Grüße gehen auf jeden Fall raus nach Kanada, natürlich am Wochenende auch. Leute, seid ihr heiß auf die erste Week League? Ich bin sehr gespannt, was das Gameplay angeht. Also bisher das Gameplay, ich bin ja kein großer Freund von. Ich habe mich zwar relativ easy qualifiziert, aber ich denke mal, es liegt auch in meinem Team. Wir kommen, würde ich sagen, direkt mal zum ersten. Und das ist wirklich ein 50k Starter-Team, Leute. Also die Preise, dieses ja, ganz kurz mal vorneweg. Es ist der Wahnsinn, was dieses Jahr mit dem Markt los ist. Man kriegt Spieler, guckt euch dieses Team an, das kostet 50, es kostet glaube ich nicht mal 50k. Du hast Spieler dabei, Renato Sanchez, Wijnaldum, Di Maria, Pepe, Verissimo. Leute, wenn ich diese Innenverteidiger sehe, das ist so eine Cheat-Abwehr, das ist brutal. Ingame natürlich, Leute, ganz logisch, Boadu, 89 Pace übrigens, geht vorne ins Sturmzentrum und dafür dann Renato Sanchez auf die 8, einer der besten 8er Ingame, den ich selbst in meinem Weekend League Team mal öfter als hab bringen werde. Ah, Leute, da könnt ihr nichts mit verkehrt machen, sage ich euch ganz ehrlich. Wenn ihr Bock habt, dass noch irgendwie auf Lowcamp spielen soll, davon könnt ihr theoretisch auch noch mal irgendwie probieren mit einzubringen. So würde das Ganze dann aussehen. Dann würde einfach mal der gute Renato Sanchez, glaube ich, auf 8 Camp spielen. Malen auch sehr, sehr nice Karte. Haben wir bestimmt auch gleich nochmal im Team. Aber Leute, ganz ehrlich, wie gesagt, also zu der Version davor mit Fofana super 8er, Wijnaldum super. Ausverteidiger haben beide 87 und der andere 93 Pace. Lügespiel auch 93 Pace. Rechts außen Di Maria ist auch noch ein Keeper super, Wijnaldum. Das ist ein super Team für 5. 50k Retalk, sehr, sehr stark. Wir machen weiter mit einem 100k Team und guckt euch diese Spieler an. Ich kann es nur wiederholen. Es ist Wahnsinn, was man für die Coins heutzutage schon kriegt. Und ich glaube nicht, dass sie großartig steigen werden. Also das erste, wie gesagt, hat keine 50k und das, glaube ich, kostet auch keine 100k, genau. Eher ein bisschen weniger immer. Hinten im Tor, ganz wichtig zu sagen, könnt ihr jeden x-beliebigen Bundesliga Keeper oder französischen Keeper hinstellen. Und jetzt kommen wir zu meinem Lieblings-Innenverteidiger im gesamten Spiel. Lacroix. Das ist der geilste IV im ganzen Spiel. Ich lege mich drauf fest, Leute, ihr habt meine Garantie, wirklich Hand aufs Herz, holt euch den, der wird euch carryen. Ich sag's euch ganz ehrlich, da in Verbindung mit Mbabo, es geht nicht besser, also das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Dann einmal Upamecano noch, super Karte, glaube ich, denke ich mal, weiß jeder. Paulo Otavio hier vorne einfach nur auf den Seiten, Pace, 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 Rafinha kann man noch ganz easy ersetzen durch Lucas Moura, ist, denke ich mal, relativ simpel zu erklären. Vorne im Sturm Malen, geile Stats, gute Pace-Werte, ebenfalls Martial, jeder kennt den aus den Starter-Teams, glaube ich, Fred. Emre Can, Leute, der hat Stats, Hilfe, wirklich. Und kostet, glaube ich, keine 20k oder sowas. Castells könnt ihr theoretisch noch reinkloppen hier. Der kostet zwar ein bisschen mehr. Klostermann könnt ihr als Alternative nutzen. Oder auch den guten Tabsoba für die jeweiligen IVs. Sind alles extrem gute. Fein Klostermann, Leute, könnt ihr echt mal probieren. Ansonsten wirklich ein sehr, sehr starkes 100k-Team, muss man mal ganz ehrlich sagen. Schreibt mir auch sehr, sehr gerne in die Kommentare, was sind eure Lieblingsspieler, eure Lieblingslinks und sowas in FIFA 22. Also bei mir, Leute, von der Abwehr her mit Abstand Lacroix. Wir steigern uns langsam mit dem Preis. Wir gehen nämlich rein bei 250k. Auch genial, Leute. In von Zakaria, 50k. Ein Muss für das Team. Lacroix im Bar, habe ich schon genug gesagt. Castells hinten, super. Militao kostet auch nicht mehr so viel. Den habe ich, glaube ich, viel zu teuer eingekauft. Grüße ihn auf jeden Fall raus. Renan Lodi könnt ihr auch im Notfall Mondi zum Beispiel noch upgraden oder sowas. Aber der wäre schon relativ teuer an der Stelle dann, weil Werder ein super 6er-8er. Vinicius Junior kann laufen. 95 Pace, Leute, mehr muss er nicht machen am Flügel. Vorne mit dem Perfect Link, Werner und Havertz ist auf jeden Fall entspannt. Werner auch eine sehr nice Karte. Ähnlich wie Martial, der Spielertyp. Also, ihr könnt euch eigentlich denken, wenn ihr ähnlich linkbar sind, sprich was Premier League Links jetzt angeht, könnt ihr immer Werner für Martial oder Martial für Werner immer mal nehmen. Aber hier geht es nicht so gut wegen dem guten Sané noch außen. 90 Pace sieht auch in Ordnung aus. Und über die Außen wirklich, es ist nur wichtig, dass die Jungs Pace haben. Das könnt ihr zum Beispiel easy hier am 4-2-3-1 spielen. Kai Havertz als ZOM, ein Top-Team, sage ich ehrlich. Und links könnte man theoretisch auch noch mit AC Milan gehen, mit Theo Hernandez, Tomori, Cassie, Rebic. Aber ich fand die Realseite ein bisschen nice auf jeden Fall. 500.000 Coins kostet das nächste Team. Und da haben wir auch wieder einen meiner Favorites drin, De Jong, Frankie De Jong vom FC Barcelona in-game. Es ist krank, der Typ. Komplett underrated, meiner Meinung nach. Und die haben wir mit die besten IVs im ganzen Spiel. Marquinhos und Kimpembe. Varane, denke ich mal, ist ungefähr auf einer Ebene. Aber Leute, die beiden sind, also mit denen ist nicht gut Kirschen essen. Ich sage euch ganz ehrlich, die werden euch so oft begegnen in der Week.
Picnic, ebenfalls Villacroix. Ich werde es euch jetzt schon sagen. Hinten Donnarumma, besser als Navas, meiner Meinung nach, ist ein bisschen größer. Links Roussillon, super Pace-Werte. Französischer LV, gut linkbar, super. Pogba ist vielleicht nicht ganz so der Hit, da gibt es aber nur Kanté noch als andere Alternative. Wäre eine Möglichkeit, oder ihr stellt halt hier Sissoko hin und einmal hier den guten Bruno Fernandes. Mit Bruno Fernandes, finde ich, sieht es fast noch ein bisschen besser aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem als 10 auch, wenn ihr, kommt halt mal drauf an, was ihr in-game spielen wollt, was ist eure Lieblingsformation. Ich habe noch keine Formation gefunden für mich. 4-2-2 fand ich ganz gut, 4-2-3-1 auch nicht so verkehrt, aber vorne gehen wir wieder mit Martial. Einfach ein super Stürmer, Jungs, für die ganzen Anfangsteams. Und ist auch in-game extrem gut wieder dieses Jahr. Dann rechts Ousmane Dembélé. Einfach nur eine sehr, sehr gute Karte. Franzose, RF und dazu in der spanischen Liga. Easy Linkbar hier, zum Beispiel auch mit Dest. Der hat noch ein paar Pace-Werte noch. Du kannst da jeden beliebigen Rechtsverteidiger nehmen aus der Liga, der einigermaßen gut linkbar ist. Links geht's rein mit dem guten Sam Maxima. Da gibt es noch ein paar Alternativen. Zum Beispiel den guten Kingsley Coman wäre eine Möglichkeit, würde aber ein bisschen mehr dann das Ganze ankosten. Da müsst ihr zum Beispiel hier sparen, dass ihr dann den Bruno Fernandes doch nicht spielt. Zum Beispiel Rabiot hier, dann könnt ihr Theo Hernandez noch einwechseln. Oder auch eine Mondi, Leute. Das sind alles so Möglichkeiten. Kommt dann ungefähr in den Kombinationen jeweils auf die 500k. Manchmal 10k weniger, manchmal 10k mehr. Aber so ungefähr passt es auf jeden Fall. Und meiner Meinung nach schon echt krass, was man für 500k bekommt. Für eine Mio finde ich es auch sehr, 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 sehr krass. Nämlich, Leute, ich gehe einfach hier mit Full PSG Abwehr. Und warum ich jetzt meine IFOs nicht mehr gewechselt habe, liegt einfach daran, Jungs. Es ist einfach besser zum Linken gewesen. Ihr könnt probieren, Varane noch mit einzubauen. Wäre auf jeden Fall eine Option von mir, aber für das Budget eine Mio würde Varane, glaube ich, allein schon 300 noch was K kosten, 50k oder so, wäre ein bisschen verschwendet. Ich glaube, zu der Paris-Abwehr habe ich schon genug gesagt. Nuno Mendes ist okay, 85 Pace. Vielleicht bekommt er irgendwie nochmal ein Upgrade, vielleicht gibt es ja noch andere Alternativen. Luke Shaw gab es ja noch, aber hat nicht so viel Pace leider. Bruno Fernandes, KDB würde dann auf nicht ganz Fullcamp spielen. Paul Pogba hier, und das kann man im 4-3-3, das kannst du im 4-2-3-1 spielen. Sehr, sehr gut, vor allem entweder KDB oder Bruno Fernandes auf als Zehner. Und dann passt es auch, also wirklich top. Klare Empfehlung bei mir, Jungs, KDB, ein King, ein Macher in Game, ein wirklicher Macher. 12 Spiele, 12 Tore und 7 Torverlangen. Martial wieder vorne, könnt ihr x-beliebig wieder wählen. Rashford könnt ihr zum Beispiel tauschen gegen Son, habe ich gleich noch eine Möglichkeit. Und rechts wieder Ousmane Dembélé, ich denke mal, das ist jedem klar. Also wirklich brutalst OPs Team, sage ich euch, Real Talk, man. 2,5 Mio, wir kommen jetzt wirklich zur Creme de la Creme. Wie gesagt, hier kann man probieren, den guten Varane noch mit einzubauen. Das könnte man theoretisch machen hier gegen Marquinhos, dann würde hier links der gute Varane stehen, würde der auf Fullcamp kommen und so. Könnte man machen, wäre vielleicht ein bisschen teurer. Dann würde es ungefähr bei 2,7, glaube ich, rauskommen. Links habe ich mich ganz einfach für eine Icon entschieden. Warum? Richtig, ich will den Son mal reinbauen. Ich spiele den als Sub und das ist wirklich der Wahnsinn. Der fühlt sich in-game an wie 99 Pace, 99 Dribbling, 102 Schuss. Ebenfalls eine Maschine, Bruno Fernandes, glaube ich, habe ich schon oft genug gesagt. Jetzt endlich mal ist er drin. Der gute N'Golo Kanté, für mich bester ZTM oder /ZM im ganzen Spiel. Timo Werner und Martial dürfen nicht fehlen, sage ich ganz ehrlich, die netzen immer noch. Also vielleicht könnt ihr euch dann irgendwann mal Ronaldo leisten. Und dann rechts natürlich gehen wir mit dem PSG-Link zu Lionel Messi, Leute. PSG hat eine Truppe dieses Jahr, es ist geisteskrank. Messi, Real Talk dieses Jahr, der beste Spieler im ganzen Spiel mit den ganzen Finesse-Trades. Man kann es ja mal ganz kurz sehen. Angeschnittener Schuss, Spezialeigenschaften. Es ist brutal. Natürlich kann man hier auch ein bisschen was tauschen wieder. Zum Beispiel den KDB kannst du einfach x-beliebig reinhauen. Oder nennt Marcus Rashford, auch sehr, sehr interessant. Den hat es bloß in dem Team schon davor drin. Deswegen wollte ich ihn jetzt hier nicht nochmal extra machen, sondern Son mal zeigen. Und Bruno Fernandes natürlich. Würde auch funktionieren. Genau, Leute, damit sind wir, würde ich sagen, am Ende des Videos angelangt. Beziehungsweise habe ich einige Teams vorgestellt. Würde ich nach anderen Budgets sehen. Schreibt es sehr, sehr gerne in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, bewerten, kommentieren nicht vergessen. Abo natürlich auch da lassen. Und ganz wichtig, ich wünsche euch heute natürlich noch einen wunderschönen Maximale-Mittwoch. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, haut rein und ciao. We'll be right back.